Das war schlimm mit dem Alkohol im Osten. Ja, das war's. Andere Drogen hatten wir nicht. Mangels dessen, dass es eben eigentlich keine Drogen gab, haben wir geschnüffelt. Ich wurde eigentlich auch von klein an so erzogen, dass Rauschgift ganz was Schreckliches ist. Westdeutschlands Jugend sucht derweil den Rausch in psychedelischen Clubs oder bei Rockfestivals. Inmitten von Lichteffekten und Jointschwaden erweitert man sein Bewusstsein und demonstriert sein Anderssein. Vom Underground und Subkultur ist die Rede. Aber ist das noch Protest? Lässt sich Pop und Politik überhaupt vereinbaren? Die Essener Songtage wagen im September 1968 das Agitpop-Experiment. An drei Tagen will man neben Diskussionen eine Bestandsaufnahme der politischen und sozialen Tendenzen der neuen Musik bringen. Das Spektrum reicht dabei von Degenhardt über Tangerine Dream bis Zappa. Für uns war es natürlich sehr interessant, auf einmal die Leute alle zu sehen, live zu sehen, in Person zu sehen, die man zum Teil musikalisch akzeptierte, zwar nicht kopierte, aber von denen man sehr viel lernen konnte, was ihre Art der Selbstdarstellung anging. Also wie sie ihre Musik im Publikum präsentierten und das mit sehr viel Selbstvertrauen taten, was man von uns nicht sagen konnte. Auch die Popkommune Amondyl, von der sich kurz zuvor einige Musiker als Amondyl 2 abgespalten haben, sammelt in Essen erste Erfahrungen. Amondyl, die waren dort auch ein sehr für mich einschneidendes Ereignis, nicht nur aus dem Grund der Uschi Obermeier später, sondern auch deswegen, weil die eine total andere Art von Musik spielten, nämlich eine Musik, die sie ganz offensichtlich unter Drogen machten und die normalen Musikstücken, also dieser Virtuosität eines Frank Zappa, völlig entgegengesetzt war. Wir haben Acid genommen vor unserem Auftritt. Das war natürlich ein ganz großer Fehler, weil wir wussten gar nicht mehr, wo wir waren. Wir sind auf der falschen Bühne, wir hätten, glaube ich, auf der anderen Seite sein sollen. Und wir haben da unsere Musik gemacht, die für uns klang das toll und so, aber es muss ein fürchterliches Chaos gewesen sein. Es gab dort auch auf den Essener Songtagen eine große Kontroverse, wo dann eben ziemlich schnell gesagt wurde, ja, wo bleiben die politischen Inhalte? Wir sind doch hier ins Ruhrgebiet gekommen, damit wir an der Front sozusagen, auf der Straße, die Bewohner agitieren, das heißt politisch bewusster machen. Nicht, dass wir hier für Konsumenten schöne Lieder bringen. Ich möchte darum bitten, dass das Publikum jetzt abstimmt, ob es weiter diskutieren will oder diese Musik hören, die Musik hören will. Bitte, Genossen, kein Lustverzicht, tut nicht so, als ob er nicht esst. Und die anderen singen auch, tut nicht so arrogant. Auf der anderen Seite haben hier einige Künstler den Wunsch geäußert, doch auch singen zu dürfen. Bei jeder politischen Gruppe war es zunächst mal so, dass man eigentlich durch eine theoretische Hölle gehen musste, um zumindest in den Sympathisantenstatus zu gelangen, während diese Subkulturen für jeder Mann, jede Frau offen waren. Das hing halt von Sympathie und Antipathie ab, was sich dort abspielt und ereignete. Es war sehr einfach, das zu machen. Und es wurde natürlich, das darf man nicht unterschätzen, halt unterstrichen, durch eine eigene Form von Konsumkultur. Das hat natürlich enorme Auswirkungen gehabt, dass man die Attribute auch gleichzeitig einkaufen konnte. Politische Inhalte werden auf Pop-Slogans reduziert. Warum das Kapital lesen, wenn man auch mit einem schicken Meinungsknopf oder Poster zeigen kann, dass man dazugehört? Die Zahl der organisierten politisch Aktiven ist verschwindend gering. Der Sozialistische Studentenbund Deutschlands, der SDS, zählt landesweit gerade mal ein paar hundert Mitglieder. Den meisten anderen ist die Arbeit viel zu ideologisch. Ich habe sehr vielen aus der Politbewegung inwendig nicht geglaubt. Und ich wusste, dass es in einem Verein mündet und da wollte ich einfach nicht zugehören. Ich war noch arroganter, als du es dir vorstellen kannst. Und mit nur einer Mütze oder in so einem Kreis und dass wir so uns durchs marxistische Vokabular wühlen, wie es Cohn-Bendit dann und so tat, das war mir inwendig nicht genug, weißt du?
Was mir wirklich Spaß gemacht hat, war natürlich das Demonstrieren und das ganze Umfeld dieser Demonstrationen. Aber das hat noch nicht mit einer, das hatte nie eigentlich bei mir mit einer richtigen ideologischen Untermauerung zu tun gehabt. Mittlerweile hing bei uns auf der Villa eine rote Fahne mit Hammer und Sichel, weil ich ja mit 13 auch in die DKP gegangen bin. War richtig was los. Aber abends, wie gesagt, also ich hatte, war dann doch eben so ein bisschen zerrissen, auch insofern, weil damals gab es ja Dutschke und wer weiß was und absolute Revolten auf den deutschen Straßen und gegen alles. Aber dann irgendwie Diskos und Mädels, das hat mich dann natürlich auch tierisch interessiert. Hatte immer sexuelle Freiheit. Ich brauchte auch keinen Protest dazu. Mir war das doch alles ziemlich scheißegal. Wenn ich irgendwo bumsen wollte, habe ich gebumst. Aus. Mit 13 hatte ich auch mein erstes Erlebnis mit einem Mädchen. Und die haben sich genauso schnell ausgezogen damals wie heute. Also da gibt es keinen großen Unterschied. Da hat man nicht viel rumgeredet und so. Und das war eigentlich also kein großer Unterschied. Doch selbst Sexualität wird zum Politikum. Der Philosoph Herbert Marcuse avanciert durch seine Theorien von der Triebbefreiung zum Popstar der 68er-Generation. Man hat in der Tat damals gedacht, in den studentischen Zirkeln, dass wenn es gelänge, Lebensformen zu schaffen, die den Einzelnen es ermöglichten, die Sexualität frei auszuleben, dann gäbe es auch nicht mehr so etwas wie Unterdrückung in einem ganz emphatischen Sinne. Auch die Kommune 1, seit Essen mit Rainer Lankans Freundin Uschi Obermeier an Bord, schockt ganz im politischen Sinne mit nackten Tatsachen. Freizügig posiert man für den Stern und für eine freie Gesellschaft. Kommune 1 mit Obermeier und Fritz Teufel und Langhans und so, das war einfach gnadenlos gut damals. Das fanden wir einfach fantastisch. Also die Vorstellung allein, mit anderen Leuten zusammenzuziehen und gemeinsam so einen Haushalt zu haben und zu führen, wo man nicht immer alles alleine machen musste. Wenn man in so einer Zweierbeziehung war, da war man ja immer verantwortlich für alles. Wir haben auch mal so eine Art Kommune gemacht, wir haben zusammen gewohnt in der Kurfürstenstraße in Berlin, in Kreuzberg. Das war eine geile Zeit. Wir haben... Ach, was weiß ich, alles rumgesponnen. Wir wollten diesmal. Es ging, es funktionierte alles. Es war eine Leichtigkeit da. Der Kommunengedanke hört auf, wenn man da auf die Toilette geht. Es war erschütternd und deprimierend zugleich, gegen 11 Uhr vormittags apathisch dort liegende Jugendliche anzutreffen, die mit sich und der Welt nicht mehr fertig werden. Oft sind es sensible, intelligente Menschen, die in vielem, was sie an unserer Gesellschaft kritisieren, Recht haben. Es sind immer nicht nur sie, die versagen. Wenn man jetzt an die Extremform denkt, wo jeder mit jedem beliebig promiskue verkehren kann, dann muss man sich natürlich fragen als Sozialpsychologe, was wird das, Gesetz im Fall, es könnte gemacht werden, was wird das für Folgen für die heranwachsende Generation haben der Kinder in dieser Kommune? Ich würde meinen, es lässt sich wahrscheinlich, immer gesetzt im Fall, das wäre überhaupt nur möglich, es lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, dass dann schließlich nicht nur alle Männer mit allen Frauen, sondern auch alle Väter mit allen Töchtern und alle Mütter mit allen Söhnen und alle Geschwister miteinander schlafen. Es hat dort niemand verkrampft irgendwie den Gruppensex gesucht, aber es war eindeutig möglicher, also wenn das irgendwo losgeht.